Und dann ist eine Szene passiert, was er jetzt im Interview auch angesprochen hat, Rolf. Wir kritisieren ihn, aber die Aktion, das ist nicht korrekt. Das ist überhaupt nicht korrekt. Er ist zu mir gelaufen. Zuerst ist schon der Sohn gekommen, nachher ist er gekommen und hat mir irgendwie 3-4 Ohrfeigen gegeben. Ich habe mein Mikrofon gegeben, ich habe mich gar nicht gewehrt. Ich habe gedacht, das darf ja gar nicht wahr sein. Ich bin nachgelaufen, bin am Boden geschlüpft, umgekehrt, drittes Viertel in den Rücken rein. Also eigentlich unglaublich. Natürlich ist man kritisch, natürlich tut man den Menschen kritisieren. Er hat sich auch dementsprechend verhalten in den letzten 10, 15 Jahren. Und das sind natürlich klar mal harte Worte, wie man das so empfindet. Aber so eine Reaktion an einem, ich sage jetzt mal, an einem Fußballexperten in Anführungszeichen, das ist völlig untragbar. Und darum hatte ich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt. Jetzt habe ich mich langsam wieder gefasst, habe das noch gar nie erlebt. Aber das zeigt, dass die Menschen einfach nur austeilen können und nichts einstecken. Und das ist das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen.